ja, mit Deutschland quasi unter den Achsenmächten. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also mit Deutschland griffen sie jetzt nicht Hiroshima an. Quatsch, Quatsch, was rede ich hier? Pearl Harbor. Pearl Harbor haben sie angegriffen. Genau, Pearl Harbor haben sie bombardiert. Die Amis waren total überrascht und haben sich gewundert. What the fuck? Ne, stellt euch einfach mal so vor. So Amis, die sagen, what the fuck? Und ja, dann haben die Amis und die Japaner sich einen Pazifikkrieg geführt. Einen Pazifikkrieg haben sie geführt. Und ein paar Jahre später schmissen die Amis eine Atombombe auf Hiroshima und Nagasaki und beendeten dadurch den Zweiten Weltkrieg, in dem Japan, ja, kapitulierte kurz darauf. Gut, jetzt mache ich mir ein paar Treppen. So, ich bin gerade im Überlegen, wann ich den Part eigentlich rendern soll, ne? Und so, also morgen, also ich mache den ja momentan an einem Freitag, ne? Ich glaube, den werde ich an einem Samstag, Samstag, oh Gott, Samstag könnte knapp werden. Ich muss das Ganze noch konvertieren und so, bla bla bla, kennst du ja. Naja, schauen wir mal, vielleicht, wenn es klappt, am Samstag, wenn nicht am Sonntag. Ja, Team Fortress 2 habe ich auch schon fertig gemacht. Allerdings dauert es ein wenig, weil ich dort einen Splitscreen einbauen möchte. Ja, und es dauert halt ein bisschen, bis das Ganze fertig gebaut, gemacht ist. Ja, gebaut ist gut, ja, wir bauen jetzt gerade. Nee, fertig produziert ist. Genau, so ist es richtig, wenn der Part fertig produziert ist. Gut, dann hauen wir mal die Steine hier ins Slot rein, ins Handwerkslot, whatever. Und jetzt haben wir hier genug Steine für das Dach. Verdammt, warum rede ich so geschwollen? Ja, sorry, ich bin müde. Ich bin müde, ja, ich sollte vielleicht pennen nach der Aufnahme. Wann geht die eigentlich pennen? Also früher bin ich immer, boah, also sehr spät bin ich immer pennen gegangen, sehr, sehr spät. Ich glaube, da stehen die meisten schon auf. Ich glaube, so, das war ja 6 Uhr ungefähr. 6 Uhr, nein, nicht 6 Uhr abends, sondern 6 Uhr morgens bin ich immer pennen gegangen. Also wo ich halt noch arbeitslos war, da bin ich um 6 Uhr immer pennen gegangen und um 15 Uhr aufgewacht. Und wieder bis 6 Uhr wach, ja. Hab hauptsächlich immer den ganzen Tag Computer gezockt. Und ja, das waren halt alte Zeiten. Heute ist es bei mir so, ich gehe um 10 Uhr pennen. Also nicht 10 Uhr in die Früh, nein, 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 sondern schon am Abend, 10 Uhr abends. Und ja, dann stehe ich so um, ja, manchmal werde ich um 2 Uhr noch wach. So wie heute Nacht zum Beispiel, da bin ich um 2 Uhr aufgewacht, keine Ahnung warum, und dann konnte ich nicht mehr pennen. Und ja, habe ich mir gedacht, ah komm, bleibst du halt jetzt auf, scheiß drauf, wer braucht denn schon Schlaf, ne? Ja, und das habe ich jetzt davon. Jetzt kommentiere ich das wahrscheinlich ein bisschen schlechter als sonst. Naja, aber in der Regel sollte es schon von 10 bis 6 ungefähr gehen. Der Schlaf vielleicht sogar noch länger. So ungefähr ist es der Zeitplan bei mir, was den Schlaf angeht. Gut. Warum mache ich das eigentlich so? Nein, ich. Ach, scheiß Dachbau. Ihr wisst, wie ich das hasse. Warum? Ich sollte es vielleicht von oben bauen, dann, damit wir hier jederzeit wieder raus können. Genau, von. Aua! Ja, das geht sogar von hier aus. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Na gut, dann machen wir es eben so. Nein, ja, schon wieder ein falscher Block platziert. Ich habe schon wieder einen falschen Block an der falschen Stelle platziert. Blauer Himmel. Wo sind die Wolken? Ach ja, die habe ich ja ausgeschalten. Oh, die schönen Wolken. Gut, hier kommt eine Wikinger-Musik, obwohl hier gar keine Wikinger da sind. Außer vielleicht bei unserer alten Welt, da sind vielleicht ein paar Wikinger, weil da Schnee ist und so. Aber hier finden wir keine Wikinger. Wobei, die Wikinger, die waren ja die ersten Europäer in Amerika. Und die haben ja auch Eingeborene damals entdeckt. Allerdings waren das, glaube ich, Inuiter oder so. Weiß ich jetzt nicht genau. Damit kenne ich mich jetzt nicht so genau aus.
Und ja. Die Wikinger, die haben halt dann später ihre Kolonie in Amerika vernachlässigt und die Kolonie, die wurde dann von den Eingeborenen ja, zerstört, sag ich mal. Ich glaube, die Kolonie, die war im heutigen Neufundland. Ich bin mir allerdings jetzt nicht so sicher. Kann auch sein, dass ich falsch liege. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es Neufundland war. Also die kanadische Insel halt. Ne, im Atlantischen Ozean findet ihr im Atlantischen Ozean oben links, falls ihr nicht wisst, wo Neufundland ist. Bei Kanada dran. Das müsstet ihr eigentlich finden können. Für die Noobs. Gut. Ach ja, ich habe übrigens auch ein neues Let's Play geplant. Und zwar möchte ich mal bald Stronghold Let's Play, also Stronghold Crusader. Darauf hätte ich ehrlich gesagt Bock. Allerdings erst nach der Let's Play Pause. In einem Jahr erst, ne? Also. Vielleicht dann Stronghold. Mal schauen, je nachdem, wie ich Lust habe. Ah, goddammit! Verdammte Treppen! Wollt ihr reizt einen Deppen? Dann gebt ihn ein paar Stufen Treppen. Was? Ergibt gar keinen Sinn, egal. Das war jetzt auch ein kleiner Selfdiss, ne? Ich habe mich gerade Deppen benannt und so. Ach, egal. Oh, die Musik ist so schön. Die Musik ist so schön. Die Musik ist so schön. Warum rede ich jetzt so mit einer schwulen Stimme? Die Musik ist so schön. Ich kann nichts dagegen sagen. Die Musik ist schön. Und ich weiß, dass ich nicht singen kann. Aber ich kann's mir nicht verkneifen. Denn diese Musik hat Style. Und jetzt baue ich das Haus fertig. Okay, ich höre schon auf. Sorry, keine Panik. Bevor ihr noch abschaltet. Ach ja, übrigens, es ist momentan mein längstes Let's Play, was ich je gemacht habe. Das längste Let's Play vorher, das war Pokémon Saphir mit 93 Parts. Mittlerweile müssten wir schon im 94. Part sein. Und ja, ein Jubiläum jetzt in diesem Part. Wir haben jetzt das längste Let's Play. Also das Let's Play mit den meisten Parts, ne? Und so. Ist klar. Gut, wie weit das Let's Play noch gehen wird? 200 habe ich ja gesagt. Ja, letztens habe ich gesagt 150. Ich musste es allerdings erweitern, weil ich einen Kommentar lesen musste auf YouTube, der geschrieben hat, dass ich nicht Minecraft spielen kann. Ja, und da habe ich mich irgendwie schon. Da hat er irgendwie schon recht gehabt und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, 50 weitere Parts zu machen, sodass es jetzt 200 Parts werden. Unglaublich, am Anfang des Let's Plays habe ich gesagt, nein, ich mache nicht mehr als 100 Parts. Nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt, ja, jetzt sind wir schon bei, ja, jetzt nehme ich mir vor, 200 Parts zu machen. Wo soll es enden? Aber ich glaube, bei 200 mache ich jetzt auch wirklich Schluss. Weil ich stelle nicht nur Minecraft, das ist ja auch nur langweilig. Aber ich habe mir vorgenommen, diese Let's Play-Welt, wenn wir das Let's Play fertig haben, als Let's Show-Welt weiterzuspielen, privat. Und dann jede Woche, oder was heißt jede Woche, jeden Monat dann einen Status, einen neuen Status dieser Welt halt hochzuladen auf YouTube und die Welt halt als Download anzubieten. Okay, jetzt habe ich das total falsch auf Deutsch, ins Deutsche formuliert, aber ihr versteht schon, was ich meine, verdammt. Ja, also, wenn das Let's Play hier fertig ist, dann werde ich diese Welt hier als Let's Show fortführen. Und jede Woche wird, na, jeden Monat wird ein aktueller Status dieser Welt hochgeladen als Let's Show Part. Uns als Download, damit ihr es selber auch spielen könnt. Genauso mache ich es. Aber erst bei jetzt Part 200.
Momentan sind wir bei Part 94, glaube ich, oder? Oder 95 sind wir inzwischen? Ich habe keine Ahnung. Ach, ne, Asiatenmusik ausnahmsweise mal. Die haben ja auch so selten, ne? Hallo Asiaten, wie geht's euch? Oh, ja. Die hätten wir vorhin eigentlich abspielen sollen bei der Japaner-Dingens, ne? Wo wir über Japaner geredet haben. Egal. So, jetzt haben wir unser Dach ja schon fast fertig. Das ging aber schnell. Ah, ich hoffe nur, dass die Treppen reichen, weil ich möchte jetzt ja nicht extra wegen dem paar Treppen zurückgehen und mir neue Treppen craften. Das wäre nicht so schön. So, jetzt mache ich es extra langsam, nicht dass mir sowas passiert wie hier oben, dass es falsch ist. Verdammt, ich glaube, ich muss da am Schluss nochmal durchgehen. Ich habe da bestimmt ein paar Treppen falsch platziert. So wie diese hier. Die steht total richtig übrigens, ne? Ja, jetzt kommt das, was ich befürchtet hatte. Ich muss zurückgehen und mir neue Treppen holen, craften, whatever. Gut, ich glaube, dieses Mal brauchen wir nicht ganz so viele Treppen. Ich bin da übrigens am überlegen, ob ich hier dieses obere Dach weghacken soll. Dann hätten wir hier so eine große Halle. Ich bin am überlegen, vielleicht kopiere ich diese Welt mal und entferne es und schaue nach, wie es aussieht. Mal schauen. Also ich bin ja am überlegen, ob ich das vielleicht anders bauen soll. Naja, aber wir werden das schon fertig kriegen vor Part 100. Ich möchte dieses Haus vor Part 100 noch fertig gebaut haben. Zumindest den Grundriss, den Keller lassen wir mal so, wie er jetzt ist. Aber ich habe ja angekündigt, der 100. Part, der wird 100 Minuten lang werden. Ne? Vielleicht der 200. Part 200 Minuten oder so. Mal schauen. Auch dann. Oder der 150. Part 150 Minuten. Könnte interessant werden. Gut, okay. Gut, dann fehlt hier noch. Ja, hier ist was falsch. Das muss korrigiert werden. Und der Mond erwacht oder erscheint. Das ist hier auch falsch. Ich bin mit diesen falschen Treppen. So. Was ist das? Achso, da kommen wir her. Gut, hier fliegen ein paar Stämme, die nicht verbrannt sind. Vielleicht springe ich da am Schluss noch so runter und versuche die noch zu erwischen. Gut, dann machen wir es hier noch fertig. Dann hätten wir das Dach eigentlich schon fertig. Unglaublich, wie schnell es geht. Und ich glaube, den Part werde ich auch jetzt ein bisschen beenden, weil ich befürchte, dass der Part nicht so gut ist wie meine anderen Parts, dass der ein bisschen schlechter ist als die anderen. Wegen meiner, ja, ich gebe zu, ich bin jetzt nicht so motiviert. Und ich glaube, mein Einfallsreichtum, was das Kommentieren angeht, der ist auch momentan nicht so gut. Also deswegen werde ich den Part jetzt auch gleich beenden. Ach, komm schon, brauche ich jetzt noch ein paar Treppen oder was? Ach, das Spiel will mich doch irgendwie auf den Arm nehmen. Gut, ich glaube, wir können hier ein bisschen Holz hin machen. So, da kommt ja später. Genau, das sieht dann so aus. Gut, hier ist noch ein bisschen Eichenholz. Benutzen wir es noch. Den Rest von dem können wir als Treppen noch craften. Gut, zack, dann noch das hier weg. Ach ja, jetzt wollte ich ja noch das anfackeln. Okay, gut. Glaubt ihr, wir schaffen es, an dem Baumstamm hinzukommen? Ich glaube nicht, aber schauen wir mal.
Kann die nicht rennen? Warum nicht? Alter. Eine Höhle! Wo? Ah, verdammt, okay. Hat nicht funktioniert, schade. Aber egal. Unser Haus ist irgendwie immer noch so dunkel. Ich glaube, wir müssen es noch ein bisschen weiter erhellen. Ja, seht ihr, wie dunkel das ist? Hier ist gar keine Fackel. Aber hier draußen ist eine. Super. Also gut, dann machen wir uns die letzten Treppen für unser Dach. Ich hoffe, die reichen jetzt dieses Mal. Ich nehme jetzt mal das hier, alles was wir hier noch haben. Gut, ich hoffe, die 28 reichen. Und wenn nicht, dann falle ich vom Glauben ab. Dann werde ich Atheist. So. Gut, und der letzte Block. Zack, und das Dach ist fertig. Und nein, noch nicht ganz. Wir haben hier noch eine Lücke. So, jetzt ist unser Dach offiziell fertig. So, schauen wir uns das mal an. Ja, sieht ja ganz nett aus. Was ich jetzt eigentlich noch machen möchte, ich möchte hier eventuell das hier einreißen, sodass wir hier eine Halle haben. Ich glaube, das würde viel epischer aussehen. Außerdem brauchen wir hier eigentlich kein Dachgeschoss. Ich glaube, das würde sie echt viel cooler aussehen. Ach ja, übrigens nervt diese Treppe irgendwie schon ein wenig. Ich werde es mir überlegen, ob ich hier das Ganze abreißen werde oder nicht. Und dann gebe ich euch im nächsten Part Bescheid. Also, in dem Sinne, bis zum nächsten Part, dann geht's weiter. Ciao, Leute!